Weil Q1 für uns so gut gelaufen ist, nehme ich euch jetzt doch mit in die Qualifikation, nämlich in Q2. Schumacher hat sich als 12. dafür qualifiziert und Lawson als 15. Also wieder ist Schumacher im Qualifying scheinbar ein bisschen besser als Lawson. Woran das liegt, keine Ahnung. Da müssen wir mal gucken, ob da irgendwelche Werte für verantwortlich sind. Auf jeden Fall haben wir das Auto-Setup gut hinbekommen. Lawson 100%, Schumacher 99%. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir mal die leicht angefahrenen Reifen und fahren 2 Runden. Das machen wir jetzt mit beiden, einfach, dass wir eine Zeit schon mal haben. Gut, da sind die Reifen schon ein bisschen mehr angefahren bei ihm, trotzdem machen wir das. Dass wir schon mal 2 Zeiten haben mit beiden Fahrern und dann können wir nochmal frische Rote aufziehen in der letzten Minute des Qualifyings. So machen wir das eigentlich jetzt hier immer. So können wir sicherstellen, dass wir auf jeden Fall dann 3 Zeiten haben und wenn da eine gute dabei ist, sind wir auf jeden Fall zufrieden. Jo, Australien, finde ich, ist ein ganz schönes Rennen immer, eine ganz schöne Strecke, die ist ja auch schön überarbeitet worden in den vergangenen Jahren. Einige eher langsame Kurven, hier zum Beispiel war eine drin, wurden rausgenommen und dafür hat man dann eben ein paar schnellere eingebaut. Ja, Lawson wurde hier jetzt schön aufgehalten von dem Ferrari, da dürfte jetzt Schumacher schneller sein, weil er hier natürlich nicht aufgehalten wird. Bin ich mal gespannt, wie viel schneller er war. Ja, seht ihr das? 6 Zehntel, das ist schon ordentlicher Abstand. Der ist da richtig schön aufgehalten worden. Jetzt gucken wir mal, ob... Ja, jetzt mussten wir die Kollegen vorbeilassen, deswegen sind wir gerade langsam gewesen. Aber jetzt gilt's. Neue schnelle Runde für uns. Und das Problem ist, jetzt bremsen die uns hier alle. Wobei wir hier gut vorbeigekommen sind, bin ich gespannt bei Verstappen. Der lässt uns hier vorbei. Ah, ich glaube, diesmal ist Schumacher aufgehalten worden. Ich glaube, das sind keine so guten Zeiten. Schauen wir mal, ob wir uns verbessern können. Glaub's eher nicht. Hier grüner Sektor. Ja, doch, ein bisschen besser von Lawson ist es jetzt gewesen. Und er ist direkt nochmal schneller. Oh, aber deutlich schneller. Da ist also noch viel Luft nach oben, auch für Schumacher. Ihr seht es hier, 1,5 Sekunden. Also, das sind keine guten Zeiten von uns. Ich denke, die werden auf jeden Fall nicht reichen, um in Q3 zu kommen, aber das wäre auch ein bisschen vermessen, davon auszugehen. So, jetzt sind wir wieder drin. Jetzt ziehen wir neue Reifen auf. Fahren natürlich nur noch eine Runde damit. Oder wollen wir 2 fahren? Ja, lass es uns jetzt mal mit 2 versuchen. Dann sind die Reifen auch schön auf Temperatur. Vielleicht ist das sogar besser. Ich glaube, wir schaffen es mit 2 Runden. Mit einer Cooldown-Runde dazwischen. Ich glaube, das könnte funktionieren, zeitlich gesehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir schicken zuerst Schumacher raus. Mit ein bisschen Abstand. Der Abstand ist jetzt wichtig, weil wenn wir bei den schnellen Runden aufgehalten werden, dann ist die Zeit ja komplett für den Arsch. Und wir wollen natürlich nicht, dass das dann beiden gleichzeitig passiert. Deswegen schicken wir die jetzt mit ein bisschen Abstand raus. Also Schumacher ist hier jetzt schon in der Geraden beim ersten DRS-Fenster. Und Lawson kommt jetzt langsam erst aus der Box raus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht nach freier Bahn für Schumacher aus. Wenn hier jetzt keiner rausfährt, Albon wird uns gleich im Weg stehen. Das werden wir gleich jetzt live verfolgen. Also, erste schnelle Runde für Schumacher. Fahren wir jetzt mal mit. Schauen wir mal, ob wir hier ein paar grüne Sektoren zustande bekommen. Wäre wichtig, Schumacher auf der 16 aktuell. Also mit Abstand die schlechteste Zeit. Da muss auf jeden Fall noch was nach vorne gehen. So, erste Kurve schon mal ganz gut erwischt. Wo ist Lawson? Der kommt jetzt aufs Startziel. Also den können wir natürlich auch im Blick behalten. Lawson hat auf jeden Fall freie Bahn. Da ist keiner im Weg, aber ich glaube, wie gesagt, wir laufen mit Schumacher gleich auf, ich glaube, Albon ist es. Auf den werden wir gleich auflaufen. Ich hoffe, dass der uns ohne Zeitverlust vorbeilässt. Erster Sektor von Schumacher ist schon mal gelb, das ist nicht gut. Eine 1.18, nee, eine 26.208. Wie sieht es bei Lawson aus? Der kommt jetzt auch gleich zu dem Punkt. 25.945, grüner Sektor, sehr gut. 3 Zehntel schneller. So, jetzt Schumacher. Ja, wird eindeutig aufgehalten. So, jetzt drücken wir mal Pause. Weil was wir jetzt machen, ist, dass wir die manuelle Kontrolle übernehmen. Und jetzt brechen wir die schnelle Runde quasi ab. Und fahren gleich nochmal eine schnelle Runde statt der Cooldown-Runde dazwischen. Das ist so ein Ding, das man machen kann, wenn man merkt, dass man jetzt ausgebremst wurde. So,
Jetzt kommen wir gleich zu Startziel. Jetzt schalten wir alles wieder auf Maximum. Und fahren direkt die schnelle Runde statt der Cooldown-Runde. Und hoffen, dass dann freie Bahn ist. Der ist in der Box hier. Der McLaren könnte uns direkt in den Weg fahren. Ja, da vorne ist er. Aber jetzt schauen wir erstmal, was bei Lawson geht. Der fährt nämlich den zweiten grünen Sektor und wird jetzt seine Zeit vermutlich verbessern. 1:41.312. Jetzt sagt er, dass er aufgehalten wurde. Aber er verbessert sich. Ach, das ist die vorherige Runde jetzt. Ich dachte mir schon. Kann ja nicht sein, dass der so viel schneller geworden ist. Okay, er hat sich beschwert, dass er aufgehalten wurde. Macht aber nichts. Der hat sich trotzdem verbessert auf die 12. Jetzt fährt er seine Cooldown-Runde und fährt dann am Ende nochmal eine schnelle Runde. Schumacher ist jetzt gerade in seiner schnellen Runde. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er aufgehalten wurde. Gelber Sektor. Das ist kein gutes Zeichen. Er sagt schon wieder, er wurde aufgehalten. Jetzt gucken wir mal, wie der zweite Sektor aussieht. Auch gelb. Okay, dann reagieren wir wieder sofort und schalten runter. Und dann versuchen wir es noch ein drittes Mal mit einer schnellen Runde. Und die jetzt hier vor uns sind, die fahren zwar langsam, aber die fahren gleich garantiert schnell, weil die natürlich jetzt dann auch gleich auf ihre schnelle Runde gehen. Also diesmal sollten wir mit ihm eigentlich nicht aufgehalten werden. Versuchen wir es nochmal. Sprit wird, glaube ich, gerade noch so reichen. So, einer fährt sogar rein in die Box. So, und jetzt Vollgas. Letzte Chance für Schumacher. Absolut letzte Chance für ihn. Sonst wird er hier auf der 16 starten. Lawson ist auf die 13 zurückgefallen, wird jetzt die Cooldown-Runde gleich beenden und dann es nochmal versuchen. Aber jetzt fahren wir mit Schumacher mit. Er dürfte jetzt auf jeden Fall nicht aufgehalten werden. Oder sind die da vorne dann auf einer langsamen Runde? Oh, das wäre bitter. Da sind nämlich einige Fahrzeuge jetzt vor uns. Bin ich jetzt mal gespannt, ob die gleich da vorne alle im Weg stehen. Aber es sieht eigentlich nicht so aus, oder? Die fahren eigentlich schon relativ schnell. Aber wir haben wieder einen gelben Sektor. Also klar, die Reifen sind jetzt auch nicht mehr die allerbesten. Oh, da ist jemand im Weg gestanden, aber der hat gut Platz gemacht. Der hat auch gut Platz gemacht, haben wir auch nichts verloren. Jetzt muss aber mal ein grüner Sektor her, sonst ist das wirklich sinnlos mit ihm. Wieder ein gelber Sektor. Ah, das ist bitter. Ja, wir ziehen jetzt aber trotzdem durch die Runde. Also diesmal hat es auf jeden Fall nicht an Autos gelegen, die im Weg stehen. Lawson mit dem grünen Sektor, der will nochmal was wissen hier. Aber Schumacher wird sich wohl nicht verbessern. Da wird wohl nichts mehr gehen, aber wir fahren jetzt trotzdem über Startziel. Ich weiß nicht, wie der dritte Sektor vorhin war, ob er da vielleicht jetzt sogar noch einen grünen reinhaut. Ne, alles gelbe Sektoren. Fährt jetzt in die Box, schalten wir hier mal runter. So, und jetzt Lawson, zwei grüne Sektoren, der wird sich nochmal verbessern. Schaffen wir es mit Lawson vielleicht sogar in Q3? Das ist jetzt die ganz, ganz große Frage. Zwei grüne Sektoren, der wird sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen verbessern. Also für Hülkenberg könnte es schon reichen. Oh, Wahnsinn, Lawson springt auf die 8 nochmal. Über eine halbe Sekunde schneller gewesen. Jetzt ist die Frage, wer kann Lawson noch bezwingen? Der fährt jetzt in die Box. Also wir sind fertig, wir werden keine Zeit mehr hinlegen. Die Frage ist jetzt, was machen die Kollegen da hinten? Ja, okay, copy. Schalten wir mal die Kamera um. Hamilton kommt noch, der ist jetzt kurz vor Startziel. Der wird hier hoffentlich ein bisschen ausgebremst gerade. Das wäre super. Von den Racing Bulls. Das sieht fast so aus, als würden die ein bisschen bremsen. Das wäre natürlich top, wenn der sich nicht mehr verbessern könnte. Sainz verbessert sich nicht mehr. Und Hamilton fährt noch vorbei an uns. Auf die 1 sogar. Oh, jetzt können wir doch noch rausrutschen. Jetzt kommt gleich Stroll, Start, Ziel. Wo ist Hülkenberg? Da kommt auch noch. Oh, zuerst kommt Stroll. Ja, die werden uns jetzt noch rauskicken, oder? Stroll wird bestimmt besser fahren. Ja, schade. Und was macht Hülkenberg? Der schafft es nicht mehr. Damit ist das Qualifying vorbei. Ganz knapp gescheitert als Elfter. Aber was für eine gute Qualifikation war das bitte von uns? Also ich behaupte mal, dass hier in Australien für uns sogar Punkte möglich sind. Du
müssen wir uns nur was überlegen bezüglich der Strategie gleich. Nun, die Fans sind definitiv bereit und erwarten mit Spannung die 58 Runden des heutigen Rennens. In Albert Park scheint es oft zu Duellen zwischen Teamkollegen zu kommen. Von Hill und Villeneuve, die sich 1996 duellierten, bis hin zu Bottas, der 2019 seinen Kollegen und Pole-Setter Hamilton besiegte. Albert Park ist eine vermeintlich einfach zu erlernende Strecke. Doch ebenso einfach landet man in den Mauern und Kiesbetten. Der High Downforce Straßenkurs belastet die Bremsen ebenso stark wie die Reifen. Wir sind zurück für einen weiteren Tag voller spannender F1-Action. Am Renntag. So, immer ganz interessant, sich das Ganze anzuhören. Aber jetzt müssen wir uns eine gute Strategie überlegen. Hier ist echt was möglich. Ja, mit Schumacher müssen wir wahrscheinlich ein bisschen aggressiver fahren. Oder fahren wir mit Lawson ein bisschen aggressiver. Wir werden auf jeden Fall die Strategien switchen. Das machen wir auf jeden Fall, dass wir ein bisschen alternativ unterwegs sind mit dem einen und dem anderen. Also wir könnten auf Hard fahren und dann auf Gelb wechseln. Oder wir fahren Gelb Hard und gehen wirklich nur einmal rein. Und hoffen, dass vielleicht Safety Car genau in der richtigen Phase kommt. Dann können wir auf zweimal Rot wechseln. Wenn wir denn überhaupt noch zweimal Rot haben, das müssen wir jetzt uns erstmal anschauen. Ne, wir haben nur noch einmal Rot. Aber zweimal Gelb. Wir könnten also Rot und zweimal Gelb fahren. Das wird bei ihm ähnlich sein, ja. Die Frage ist, wie viel schneller ist denn der Gelbe? Der ist 0,4 Sekunden schneller pro Runde und der Rote 0,8. Boah, da wird es sich eigentlich schon fast lohnen, zweimal Gelb zu fahren, oder? Zweimal Gelb und einmal Rot. Das müsste doch eigentlich gehen, auch wenn es hier nicht vorgeschlagen wird. Also angenommen, wir fahren Gelb, Gelb, Rot. Mit Schumacher. Dann könnte der am Ende nochmal richtig Gas geben. Und wenn es perfekt läuft, dann könnte man sogar, wenn es kurz vor Ziel ein Safety Car gibt und alles wieder zusammenläuft, könnte es sein, dass wir die einzigen sind, die noch einen roten Reifen übrig haben. Das finde ich ist echt eine gute Strategie. Die Frage ist, ob wir das dann überhaupt unterschiedlich machen. Lawson könnte natürlich mit Rot anfangen, weil der am Anfang natürlich dranbleiben muss. Der wird es am Anfang schwierig haben oder schwer haben, da dran zu bleiben bei dem horrenden Tempo nach dem Start. Dass wir bei ihm vielleicht deswegen mit Rot anfangen. Ja, ich glaube fast, dass das Sinn ergibt. Weil er muss ja jetzt gucken, dass er an den Top 10 dran bleibt. Und bei Schumacher ist es eigentlich erstmal wurscht. Der muss eigentlich eh hoffen, dass am Ende ein Safety Car kommt. Ich glaube, so machen wir es. Ja, das passt. So gehen wir gleich rein ins Rennen. Ja, wieder steht ein McLaren in der ersten Reihe. Das ist schon krass. Auf geht's, Lawson. Fährt direkt vorbei an einem hier Red Bull Racing Dude. Das ist gut auf 10 vor. Schumacher auf der 16 hält zumindest erstmal seine Position. Könnte jetzt aber in der Innenkurve vorbeifahren. Jawohl, aber jetzt kommt die Linkskurve, das ist gleich schwierig. Könnte aber eigentlich außenrum vorbei. Jetzt kommt nämlich die schnelle Rechtskurve. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt kommt die Rechtskurve. Jetzt müssten wir eigentlich vorbei sein. Ja, er steckt ein bisschen nach. Nee, er gibt ein bisschen auf. Schade. Wir schalten jetzt bei ihm auf Orange. Hier lassen wir es bei Rot. Hier schalten wir auf Neutral. Der soll mitfahren. Vorne bei Lawson müssen wir gucken. Wir müssen auf jeden Fall mit Lawson das Hinterrad halten. Von Stroll wahrscheinlich auch. Ich hätte gedacht, vielleicht Ricciardo, aber wenn wir jetzt eh schon an ihm vorbei sind, versuchen wir natürlich, das Hinterrad von Stroll zu halten. Das wäre schon super nice, wenn wir mit ihm jetzt hier lange vorne mitfahren könnten. Ich lasse jetzt mal auf Maximum, vielleicht können wir sogar vorbeifahren bei Startziel. Oder direkt hier in der DRS-Zone. Da müsste ja DRS dann aktiviert sein. Das könnte schon funktionieren.
Bei Schumacher heißt es einfach jetzt erstmal dranbleiben. Was macht Ricciardo? Der dürfte eigentlich nicht so wahnsinnig schnell sein. Wir müssten den eigentlich hinter uns lassen können. Problematisch wird es natürlich, wenn Sainz kommt, weil der ist natürlich viel schneller. Der ist hier hinter Ricciardo, also der wird wahrscheinlich an uns irgendwann mal vorbeifahren. Aber wir könnten jetzt Stroll angreifen. Wir könnten Stroll angreifen. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich schalte jetzt deswegen bei ihm mal auf Orange runter. Und hier auf Neutral, dass wir nicht zu viel Power jetzt direkt raushauen. Keep focus. Everything can happen. Keep focus. Schumacher ist auf die 17 zurückgefallen. Temperatur ist hier gelb. Hier ist sie sogar rot. Also wir müssen wahrscheinlich jetzt dann mal auf das gelbe Icon zurückschalten. Bei Lawson auch. Ansonsten wird der Reifen zu heiß und wir verlieren viel zu viel Zeit. Und natürlich auch viel zu viel Reifenqualität. So, Ricciardo wird uns bei Startziel wahrscheinlich jetzt gleich einkassieren. Und Sainz wird dann auch gleich kommen. Die werden uns vielleicht sogar beide gleichzeitig überholen. Aber wir versuchen natürlich unsererseits uns zu wehren, indem wir Stroll überholen. Bei Startziel versuchen wir das. Ja, die Lücke zu Ricciardo ist eigentlich da. Und jetzt haben wir DRS. Jetzt könnte es sein, dass wir Stroll einkassieren können. Ja, der ist eigentlich zu schnell, ne? Sainz kommt auch nicht an Ricciardo vorbei. Wahnsinn. So, nächste DRS-Zone. Da ist, glaube ich, die Überholwahrscheinlichkeit höher. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Richtig gut vor uns Alonso. Den kassieren wir sogar fast auch noch ein. Der überholt aber jetzt tatsächlich Russell. Und wir werden von Stroll angegriffen, aber ich glaube, wir haben ihn. Oh, Stroll antwortet. Jetzt ist Sainz hinter uns. Und Ricciardo überholt Sainz. Es ist ein Wahnsinn, was hier gerade passiert. Ja, wir müssen natürlich die Temperatur im Blick behalten. Die ist zu hoch, aber wir sind gerade so im Fight. Ja, aber wir können das nicht durchhalten. Wir müssen da jetzt runterschalten. Es hilft nichts, sonst verlieren wir viel zu viel Zeit. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden. Ja, wir werden da jetzt gleich einkassiert von den Kollegen hinter uns. Da bin ich mir relativ sicher, weil die Temperatur einfach viel zu hoch ist. Wir müssen da eigentlich sogar auf Sparen schalten, kurzzeitig. Ich habe übrigens die Temperatur-App, das Wetterradar überhaupt nicht gecheckt. Das fällt mir gerade auf. Also das muss man natürlich schon tun, denn wenn es irgendwie Mitte des Rennens regnet, dann hätten wir das nämlich jetzt echt komplett übersehen, aber es regnet nicht. Überall gutes Wetter, so wie es aussieht. Ist ja im Normalfall auch so in Australien, dass es da bei diesem Rennen relativ selten regnet. Also läuft soweit ganz gut. Lawson bleibt vorne mit dabei. Ihr seht es, der holt jetzt direkt wieder auf Stroll. Ich würde aber jetzt sogar sagen, dass wir die Überholaggressivität ein bisschen runterschrauben. Und Schumacher fährt hinter Bottas hinterher und der hat schon ein bisschen Abstand. Also mit Schumacher ist es schon sehr, sehr schwierig, da Richtung Punkte zu kommen. Aber Lawson, ich glaube, der hat heute tatsächlich eine Chance, unsere ersten Zähler zu holen. Das wäre ja der Hammer. Mit zunehmender Renndauer werden wir ein bisschen schneller mit Lawson, habe ich das Gefühl. Wir haben gerade Alonso überholt und hängen jetzt Alonso, Ricciardo und Sainz so ein kleines bisschen ab. Und wir versuchen gleichzeitig jetzt auch hier zu attackieren, um vielleicht an Stroll vorbeizufahren. Seht ihr, wie viel schneller wir sind? Liegt natürlich auch an den Reifen. Wir haben die roten und Stroll hat die gelben und Alonso hat sogar die harten. Also jetzt kommen wir vorbei an Stroll. Perfekt. Das läuft ja unfassbar gut. Wir haben aber noch das DRS von vorhin. Das ist die perfekte Stelle. Und jetzt wollen wir eine halbe schnelle Runde fahren, um zu Russell aufzuschließen. Und wenn es geht, sogar Stroll abzuhängen. Dann hätte nämlich Stroll kein DRS. Und wir hätten DRS durch Russell. Das wäre natürlich der Hammer. Oh, Sergeant mit einer Strafe oder mit einem Schaden. Das ist, glaube ich, ein Schaden. Der ist hoffentlich nicht mit uns kollidiert, denn der hat uns hier gerade überholt. So, also der Plan scheint aufzugehen. Stroll hat über eine Sekunde Rückstand auf uns. Wir müssen es bloß irgendwie hinkriegen, dass wir in das DRS-Fenster von Russell kommen. Und da sind wir jetzt drin. Schaffen wir das, ist die Frage. Das jetzt zu halten bis Startziel. Hier haben wir DRS jetzt nicht bekommen, warum auch immer. Wahrscheinlich waren wir bei der Linie knapp über einer Sekunde.
Und ihr seht es schon, wie viel Stroll verliert. 2 Sekunden Rückstand. Der sieht uns kaum noch. Und wir tun uns aber auch schwer, da ins Fenster von Russell reinzukommen. Ah, jetzt kommt gleich die Linie. Wir schaffen es, glaube ich, nicht ganz. Nee, wir schaffen es nicht ganz. Aber wir müssen jetzt weiter pushen. Reifen natürlich wieder heiß. Wir müssen gleich das Tempo wieder rausnehmen. 1,7 Sekunden. Nee, der fährt uns jetzt weg. Wir haben es ganz knapp nicht geschafft, da nach vorne zu fahren. Das ist saubitter. Das hätten wir nämlich jetzt gebrauchen können. Aber wir sind trotzdem auf einem sehr, sehr guten Weg. Auf Platz 8 mit Lawson. Jetzt Kurve 2. Da ist die Lücke. Eieieiei, Lawson. Haben wir uns nochmal die Wiederholung angeschaut. Lawson verliert mit einem Fahrfehler mehrere Positionen. Sainz ist uns eh schon entwischt. Jetzt sind wir auf die 14 zurückgefallen. Wir waren gerade noch dran an Stroll. Sainz, seht ihr, hat 6 Sekunden schon raufgefahren. Der ist weg. Aber Platz 9 ist für uns machbar. Ihr seht die Abstände, das ist absolut machbar. Aber der Fahrfehler hat natürlich jetzt ordentlich reingehauen. Und jetzt macht Schumacher auch einen Fahrfehler. Das war also die vierte Kurve. Boah, hat auch Positionen verloren hier. Bottas ist vor uns und jetzt verliert er die Positionen gegen die beiden Alpines, so wie es aussieht. Ach, come on. Ja, unsere Fahrer immer noch ein bisschen mit Fahrfehlern beschäftigt. Das ist natürlich schwierig, aber damit müssen wir jetzt erstmal leben. Wir sind trotzdem noch dran. Also Punkte für Lawson sind absolut realistisch. Wir waren schneller unterwegs als die Kollegen hier im Bull Racing Team. Also Platz 10 oder Platz 9 sind auf jeden Fall machbar. Ihr seht, dass wir fahren jetzt auch wieder näher ran an die Kollegen. Wollen wir mal kurz Pause drücken. Jetzt muss ich nämlich hier mal wieder einstellen, dass wir ein bisschen mehr attackieren. Ich möchte nämlich jetzt gerne bei Startziel direkt oder dann danach, bei der DRS-Zone danach, die beiden Kollegen hier wieder überholen, weil die scheinen mir zu langsam zu sein. Der Hülkenberg und der Albon. Die verlieren Zeit auf die beiden Racing Bulls und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. So, hier wird es meistens nicht funktionieren mit Überholen, aber dann durch das schnelle Rausbeschleunigen meistens in der nächsten DRS-Zone. Wir müssen so schnell wie möglich an den beiden vorbei. Yes, den haben wir. Jetzt hat er einen Fehler hier gemacht, genau da, wo wir vorher den Fehler gemacht haben. Und den kassieren wir doch jetzt auch gleich ein, oder? Wir sind deutlich schneller, komm. Innen vorbei. Yes, den haben wir, glaube ich, oder? Ja, schön rausgedrängt, der kann nicht mehr antworten. War schon fast ein bisschen unfair, aber jetzt haben wir ihn einkassiert. Perfekt. Und jetzt müssen wir die Lücke schließen. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Lücke schließen, dass wir da wieder ins DRS-Fenster kommen zu den beiden Dudes, weil dann haben wir nämlich wieder komplett Kontakt auf Stroll. Ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht überholt werden wieder von Albon. Oh, jetzt überholt uns der wieder. Oh nein. Irgendjemand hat ein Problem? Nicht wir. Okay, Ocon hat ein Problem. Technischer Fehler. Gott sei Dank. Ich dachte gerade, wir haben ein technisches Problem, aber haben wir nicht. Jetzt sind wir hinter Albon, jetzt kommt Hülkenberg wieder. Jetzt haben wir doch die beiden lahmen Enten gerade überholt. Und jetzt wollen die uns hier wieder das Leben schwer machen. Mein Gott. Wieso verliert denn Lawson jetzt so viel Zeit auf Albon? Das gibt's doch nicht. Der hat jetzt mal richtig den Turbo gezündet. Schaut euch das mal an. Der Albon ist mal eben nach vorne gefahren. Zu den anderen. Und wir hängen jetzt 2 Sekunden plötzlich hinterher. Das ist ja der Wahnsinn. Aber es liegt natürlich auch an den Reifen. Also unsere Reifen lassen langsam nach, vor allem temperaturtechnisch. Schwierig, schwierig, schwierig. So. Wir müssen uns jetzt was überlegen, Leute. Ich drück mal schnell Pause. Denn wir verlieren jetzt richtig Zeit. Das liegt natürlich an den Reifen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ein bisschen früher als eigentlich gedacht. Aber wir gehen jetzt rein. Ich hoffe, dass die vor mir nicht reingehen. Und dass wir die Kollegen hier alle überholen, weil wir früher reingehen. Das wäre jetzt der Move, der uns eventuell an den Kollegen vorne vorbeiführt. Wir probieren es jetzt mal. Und schauen, ob es klappt. Schumacher bleibt noch draußen. Klar, der ist ja auf den gelben. So, Verstappen fährt rein. Aber boah, jetzt fährt er hier komplett auf die Wiese. So, Hammer. Die sind alle weitergefahren. Wie gesagt, unser Ziel ist hier Platz 9. Dass wir den einkassieren, weil wir früher in die Box fahren. Wir fahren jetzt 2, 3 richtig schnelle Runden und dann kommen die anderen hoffentlich erst rein. Und ich hoffe, dass uns das dann an den Kollegen vorbeibringt. Was ist hier los?
Boxenstopp für Fahrer verschoben. Aber die haben jetzt schon die Reifen gewechselt, oder? Ja. Was heißt denn verschoben? Was heißt denn bitte Boxenstopp verschoben? Das klingt so, als hätten sie gesagt, komm später wieder, wir haben gerade keine Zeit. Okay, das hat auf jeden Fall extrem viel Zeit gekostet. Damit ist unser Plan wahrscheinlich dahin, durch den Boxenstopp, den Verfrühten, an den Kollegen hier vorbeizufahren. Oh, ist das bitter, dass der Boxenstopp verkackt wurde. Liegen natürlich zurück auf den letzten Platz, ist aber jetzt erstmal wurscht. Reifen müssen jetzt ganz, ganz schnell hier aus dem blauen Bereich raus. Die müssen jetzt auf Temperatur kommen. Und dann fahren wir einfach 3-4 echt schnelle Runden. Und hoffen trotz des verpatzten Boxenstopps, dass wir da vorne wieder rankommen. Also wir waren zwischen... Okay, Alonso hat jetzt Hülkenberg überholt. Der ist richtig schnell unterwegs, der Alonso. Der hat ja, glaube ich, die Harten, ne? Ja, ja. Boah, krass. Das ist eh meine Befürchtung, dass die alle durchfahren nach einem Stop. Dass Alonso jetzt auf Hard fährt bis zum Schluss und dann durchfährt. Dass die quasi alle nur einmal stoppen und wir stoppen zweimal. Das ist die Gefahr, die wir hier haben. Die ist absolut realistisch. Wir könnten mit Schumacher einmal stoppen. Das machen wir wahrscheinlich. Dass wir zwei unterschiedliche Strategien haben. Weil ich glaube fast, der Einstopp ist besser, der Einstopp-Strategie. Das werden wir natürlich mit Lawson nicht hinbekommen. Aber warten wir mal ab, wie es läuft. Wir fahren auf jeden Fall jetzt relativ schnell. Klar, bis wir hier im roten Bereich sind, da müssen wir da auch wieder runterschalten. Leclerc fährt in die Box. Bin gespannt, was macht Sainz. Ob der auch gleich reinfährt. Jetzt verfolgen wir mal die Gegner ein bisschen. Der war ja hinter uns, ist dann an allen vorbeigefahren und hatte einen Affenzahn hingelegt. Also der ist einfach viel, viel schneller gewesen als wir. Der fährt nicht rein. Hamilton fährt auch nicht rein. Ricciardo. Das ist jetzt Platz 9. Also das ist unser angepeilter Platz. Und die Abstände dahinter sind super eng. Fährt nicht rein. Tsunoda fährt nicht rein. Stroll fährt auch nicht rein. Albon auch nicht. Boah, die fahren alle ein Stop. Die fahren alle ein Stop. Da bin ich mal gespannt, ob das realistisch ist für uns, da vorne wieder ranzukommen, wenn die wirklich nur einmal stoppen. Das halte ich ja fast für sehr unwahrscheinlich. So, jetzt haben wir ein bisschen vorgespult und wir sehen, Ricciardo und Hülkenberg sind in der Box. Das sind jetzt genau unsere Gegner. Auch Bottas fährt rein. Ricciardo und Hülkenberg fahren jetzt gleich raus. Wo ist Lawson? Oh Gott, der ist ja weit weg. Der kommt ja dann nie im Leben ran. Wo ist Ricciardo jetzt? Der fährt raus. Das war eigentlich unsere Zielposition. Und wir sind hier. Oh, wir sind richtig weit weg. Ja, das sind aber vielleicht, wie viele Sekunden sind das? 5-6 Sekunden Rückstand. Das ist der verpatzte Boxenstopp gewesen. Bei Schumacher steht jetzt hier, er hat ein Problem. Antriebsstrang. Okay, was bedeutet das jetzt? Das checke ich nicht. Wir sehen, dass wir hier irgendein Problem scheinbar haben. Verursacht durch Überhitzung. Curbs und den Zustand. Deswegen haben wir jetzt ein erhöhtes Fehlerrisiko. Das ist aber nur ein temporäres Problem scheinbar. Okay. Der Motor hat scheinbar ein Problem. Jo. Das stört uns jetzt aber nicht wirklich. Wir fahren so weiter, wie wir es tun. Wir fahren mit Schumacher definitiv eine Einstopp-Strategie. Und Lawson muss auf jeden Fall nochmal rein. Jetzt gucken wir mal. Jetzt geht Tsunoda in die Box. Alonso. Ey, wir waren ja definitiv vor Alonso. Aber der hat mit den Harten jetzt so gut gehaushaltet. Wobei, jetzt kann er nicht durchfahren. Jetzt wechselt er nämlich auf die Roten. Also Alonso macht keine Einstopp-Strategie. Das geht nicht mehr. Bin ich mal gespannt. Kommen wir wenigstens an Alonso vorbei? Nee, kommen wir nicht. Das ist ja krass. Wir haben richtig krass Zeit verloren. Er fährt jetzt gleich in die erste Kurve rein. Boah ja, wir sind tatsächlich auch von Alonso überholt worden. Krass.
Mick Schumacher ist durch die technischen Probleme jetzt ganz schön weit zurückgefallen, ist überholt worden jetzt auch von Bottas, Joe und den beiden Alpinen eben. Ja, Joe, auf den fährt er gleich wieder auf, aber Schumacher wird jetzt dann in die Box fahren, wird auf die Harten wechseln und dann bis zum Ende durchfahren. Und Lawson, da ist es auch recht interessant, da schalten wir gleich hin. Hier schalten wir jetzt auch mal auf neutral, auch wenn wir überrundet werden, sollte also kein Problem sein. Lawson, ja, wie ist da die Situation? Er ist 15. hat jetzt einige wieder überholt, weil die natürlich in die Box gegangen sind. Lawson muss natürlich noch in die Box und der Rückstand auf den 9., was eigentlich unser Ziel war, der ist jetzt schon ganz beträchtlich. Wir können mal gucken, 44 Sekunden, 1,07. Also, das ist schon einiges. Das sind 23 Sekunden, die wir hier Rückstand haben mittlerweile. Da hat sich jetzt ganz schön entzerrt. Punkte werden für uns wahrscheinlich dann doch nicht möglich sein. Das sind vor allem auch die beiden Aston Martins wahrscheinlich zu schnell. Aber ich gebe es noch nicht ganz auf. Wenn da zwei, drei Leute vorne rausfliegen, wer weiß, vielleicht hat Lawson dann noch eine Chance. Der muss nochmal rein, wie gesagt. Kriegt frische Gelbe. Und die Kollegen hier vor uns sind natürlich auch schneller, weil sie jetzt auf Rot gewechselt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass die alle auch nochmal rein müssen. Also der Einzige, der eine Einstopp-Strategie hat, wird am Ende wahrscheinlich Schumacher sein. Wir haben mit Lawson gerade unseren zweiten und damit letzten Boxenstopp hinter uns gebracht. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie weit wir zurückgefallen sind. Überlegt mal, dass wir ja uns mit Ricciardo und Stroll duelliert haben. Und die sind jetzt beide auch schon zweimal drin gewesen, so wie wir. Und der Abstand auf die beiden ist unfassbar. Ich frage mich gerade, warum. Also nehmen wir jetzt mal Ricciardo als Benchmark. 1,10. Wir sehen jetzt bei uns natürlich den Abstand nicht. Das ist ein bisschen blöd. Aber jetzt lasst uns mal gucken, wo wir auf der Strecke sind. Ricciardo ist auf Startziel. Und wir sind erst hier. Wir sind hier, Ricciardo ist hier. Dieses ganze Abschnitt, das ist die halbe Strecke, haben wir verloren. Das kann ja nicht nur an dem Boxenstopp liegen, den wir hatten, den verpatzten. Der hat uns vielleicht 4 bis 5, 6 Sekunden gekostet. Aber jetzt haben wir bestimmt einen Rückstand von, ja, wir können es ja hier mal zusammenrechnen. Stroll auf der 10, dann haben wir eine Sekunde, 4, dann haben wir 10, 20, 30, 40, das sind über 50 Sekunden. Weit über 50 Sekunden, die wir Rückstand haben, obwohl wir gleich viele Boxenstops hatten. Also ich frage mich schon, wo haben wir hier ab Runde 20 oder so, haben wir 50 Sekunden auf diese Konkurrenten um die Punkteplätze verloren. Da frage ich mich echt, wie das möglich ist. Also wo haben die plötzlich diese Geschwindigkeit her? Das ist ja der Hammer. Bei Schumacher ist es erklärbar, der hat einen technischen Defekt. Aber bei Lawson verstehe ich es nicht, warum wir jetzt so unfassbar viel langsamer sind als die Konkurrenten. Das ist echt krass. Eieiei, jetzt gibt es doch noch einen Safety Car. Jetzt wird es doch nochmal interessant. Sergeant ist rausgefallen und jetzt gibt es einen Safety Car. Was machen wir jetzt? Wir haben noch 16 Runden. Natürlich würde es sich jetzt lohnen, in die Box zu kommen. Das Problem allerdings ist, dass wir keine frischen roten Reifen mehr haben. Wir könnten die hier nehmen. Ah, wir können fast nicht mehr vernünftig Reifen wechseln. Wenn wir die hier nehmen, wir bräuchten noch wie viel? 14, 15 Runden. Das könnte gerade noch gehen. Ja, ja, ich meine, wir riskieren das jetzt, oder? Wir haben absolut nichts mehr zu verlieren. Es ist völlig wurscht. Er hat sogar noch fast frische rote. Es ist völlig wurscht, wir müssen es jetzt riskieren, das ist ja klar. Aber was ich mich jetzt frage ist, wir sind ja überrundet worden. Verstappen ist jetzt hier hinterm Safety Car. Ja, wir dürfen wahrscheinlich wieder nicht rechtzeitig überrunden. Jetzt gucken wir mal. Also, wir gehen jetzt in die Box mit beiden Fahrern. Lawson wird jetzt hinterm Safety Car fahren. So, und er darf jetzt nicht vorbeifahren und das... Da müsst ihr mal in die Kommentare bitte eure Meinung reinschreiben. Lawson fährt jetzt hier in der Safety-Car-Kolonne und darf nicht vorbeifahren, obwohl er ja überrundet wurde. Meiner Meinung nach wäre es total clever und fair, wenn er jetzt vorbeifahren dürfte und sich hinten anschließen dürfte. Aber laut Reglement, wir werden es gleich sehen, passiert das erst viel später. Und dann schaffen wir es natürlich nicht mehr hinten aufzuschließen.
Und das sorgt dann letztendlich dafür, dass wir natürlich chancenlos sind. Weil wir könnten eigentlich jetzt ja überrunden, also zurück überrunden, aber die lassen uns nicht. Das regt mich richtig auf. So, jetzt habt ihr es gesehen. Moment, wieder Pause. Wir sehen, dass der 13. und der 14. jetzt vorbeifahren durfte und der 15. auch. So, wir hängen immer noch hinten drin. Das ist doch total unfair. Jetzt dürfen wir auch vorbeifahren. Wir gucken es uns hier an. Wir haben aber jetzt schon einen riesigen Rückstand auf den 13. Und den Rückstand hole ich nicht mehr auf. Den Rückstand werde ich nicht mehr aufholen, bis es wieder losgeht beim Neustart. Schaut mal an, jetzt kommt nämlich das Safety Car gleich rein. Und es wird hier gleich wieder Vollgas gegeben und ich muss jetzt einfach damit leben, dass ich diesen großen Rückstand auf den 13. kassiert habe. Das ist doch total unfair. Also das kann doch nicht Sinn der Regel sein, dass man die unterschiedlich schnell vorbeifahren lässt und am Ende hat man kein Rennen mehr. So, die vorne fahren jetzt das Rennen aus, die 13, aber dahinter ist der Abstand mehr oder weniger durch Zufall jetzt zustande gekommen. Das ist echt ein bisschen bitter. Tja. 10 Runden noch, mit den Reifen wird es auch wahrscheinlich eng, aber es wird jetzt nicht mehr besonders spannend sein. Wir werden keine Chance mehr haben. Ärgerlich, wir haben um die Punkte gekämpft, aber nur bis zur 20. Runde. Danach ging es komplett in die Hose für uns. Jetzt kommt das Virtual Safety Car. Das bringt uns nichts. Also ich verstehe es nicht ganz. Also erstens diese Regel mit dem Zurücküberrunden verstehe ich überhaupt nicht. Und zweitens verstehe ich auch überhaupt nicht, warum wir ab der 20. Runde so viel langsamer sind als davor. Also wenn ihr da eine Erklärung habt, dann bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil das ist ja krass. Also es sind 3 Autos ausgeschieden und Joe wird uns auch noch überholen. Joe wird jetzt Lawson gleich auch noch überholen. Ja, wird jetzt passieren. Zack. Und damit sind wir die beiden Letzten im Rennen. Das ist ja unfassbar. Also das verstehe ich absolut nicht. Dass wir jetzt so chancenlos sind. Lawson überholt jetzt Joe wieder zurück. Aber das ist ja alles... Das ist ja ein Kampf um nichts. Letzte Runde. Wir fahren das jetzt einfach locker zu Ende. Motorleistung können wir auch zurückschalten. Krass, das ist jetzt eine heftige Niederlage. Das sah so gut aus. Und jetzt sind wir 18. und 19., weil 3 Autos ausgeschieden sind. Manchmal musst du wohl einfach akzeptieren, dass heute nicht dein Rennen ist. Ja, das ist ein heftiger Dämpfer jetzt. Also das muss ich erstmal verarbeiten. Warum sind wir so langsam geworden ab der 20. Runde ungefähr? Die fahren eine 1.20.0 mit Ricciardo. Stroll 1.19.8 sogar. Ja, und wir fahren eine 1.23. Wir sind ja mit Abstand die langsamsten auf der Strecke. Das ist mir schon klar, weil wir kein gutes Auto haben und auch keine guten Fahrer. Aber warum waren wir denn die ersten 20 Runden so gut vorne mit dabei? Da dachte ich ja wirklich, wir kämpfen um die Punkte, aber wir sind ja so weit am Ende weg gewesen. Ja, krass. Ich brauche da eure Hilfe. Schreibt mir bitte in die Kommentare, woran das jetzt gelegen hat, weil ich bin gerade ein bisschen ratlos. Bis zum nächsten Mal auf Slevin Stream Sport.